Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 7. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Hier ist die Tierkreiszeichen Schütze, befindet sich im ersten Lebensbereich. Astrologisch nennt man das Häuser, aber ich mag diesen Begriff nicht und ich möchte das auch vermeiden. Für mich sind das keine Häuser, für mich sind das Lebensbereiche. Dieser erste Lebensbereich symbolisiert Ich bin's, mit mir bewusst zu sein und diese Persönlichkeit im Ausdruck zu bringen, zeigen nach außen wie ein Sonnenaufgang. Und das ist wichtig bei den Schützengeborenen. Der zweite Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor. Und dieser Tor befindet sich in den Tierkreiszeichen Steinbock. Der zweite Lebensbereich symbolisiert die Werte, die Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Der dritte Lebensbereich steht hier, das ist Kommunikation, Internet, Medien, Verbindungen, Schulungen, auch die Verbindung zum Verwandten und auch für Nachbarn, die vertraute Umgebung, bedeutet auch Bewegung, vieles Neues entdecken, kleine Reisen, kleinere Veränderungen. In diesem Bereich öffnet sich mit einem Tor und in diesem Tor befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen. Aber hier fehlt etwas. Das ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann ist eingesperrt im zweiten Lebensbereich, was die Werte und die Finanzen symbolisiert. Ich setze hier die Tierkreiszeichen Wassermann. Ist eingesperrt. So fühlen sich gerade die Wassermanngeborenen, besonders wenn es um Anerkennung und Wertschätzung geht, aber auch finanziell. Und das bedrückt gerade die Wassermanngeborenen. Der tiefste Punkt des Horoskopes deutet auf dem Fundament, auf die Sicherheit und auf die Stabilität hin. Und das steht in Verbindung mit unserem Zuhause. In diesem tiefsten Punkt ist die Tierkreiszeichen Widder. Ich vergleiche das Horoskop mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier haben wir das Gefühl, verwurzelt zu sein, angekommen zu sein. Der nächste Bereich ist der Bereich, die Kinder. Und das bedeutet nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch die Vergangenheit. Die Vergangenheit an unserer Kindheit. Und bedeutet auch das innere Kind. Und in diesem Lebensbereich lernen wir etwas von Kindern. Kreativ zu sein, versinken das, was uns begeistert, diese schöpferische Kraft verspüren und mehr Leichtigkeit, dass wir unserem Leben, auch unseren Beziehungen spielerisch betrachten. Und diese Leichtigkeit, diese spielerische Art und Weise, dieser Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und in diesem Tor steht die Tierkreiszeichen Stier. Der nächste Lebensbereich ist den Alltag.
die Pflichten, die Arbeit, aber auch die Gesundheit. Und das hängt zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und in diesem Lebensbereich und auch in den nächsten Lebensbereich, und das bedeutet die Liebe, Partnerschaft, aber auch geschäftlichen Kontakte, in beiden Toren steht hier die tierkreiszeichnende Zwillinge. Der siebte Lebensbereich bedeutet wichtige Verbindungen, auch geschäftliche Verbindungen und auch die Partnerschaft, die Liebe, Partnerschaft. Der nächste Lebensbereich zeigt die Wandlung, die Transformation. Aber viele andere Themen gehören auch zu diesem achten Lebensbereich, wie Tod. Manchmal wirklich Todesfälle und erbschaftliche Situation, aber hier handelt es sich um Pluto-Energie, das bedeutet eher die Transformation, all das, was im Weg steht, das Loslassen, Kündigen, Trennen. Wir brauchen hier die Energie, wir sind hier im Energie der Wandlung und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Krebs. Der nächste Lebensbereich ist die große Reise. Die große Reise, das kann Ausland bedeuten, Auslandskontakte, aber bedeutet auch das innere Reise, die Zusammenhänge des Lebens zu erkennen. Und hier befindet sich in diesem Tor, was hier öffnet, diese Energiefeld, die Tierkreiszeichen Jungfrau. Hier ist die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und die Tierkreiszeichen Löwe fühlt sich eingesperrt. Die Tierkreiszeichen Löwe ist eingesperrt im achten Lebensbereich. Und das ist die Wandlung. Es ist schwierig momentan für die Löwengeborenen etwas loslassen, etwas kündigen, etwas verabschieden. Es ist schwierig, von Angst zu befreien. Sie haben das Gefühl, es geht nicht voran. Sie fühlen sich wirklich wie in die Enge. Der höchste Punkt des Horoskopes, ich würde mal so beschreiben, das ist die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Und das ist die Zielerreichung. Oft bedeutet Ansehen, Karriere, die Berufung zum Leben. In diesem höchsten Punkt steht die Tierkreiszeichen Waage. Dann kommt der Lebensbereich, was die Hoffnungen beschreibt. Die Hoffnungen, auch die Wünsche, Freundschaften. Und in diesem Lebensbereich öffnet sich die Skorpion, aber die Skorpion hat auch noch einen Einfluss auf den 12. Lebensbereich, den Bereich die Geheimnisse. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Schütze, hier bei Sonnenaufgang, und Mond, auch hier heute ist Neumond. Und Neumond bedeutet, dass Sonne und Mond im gleichen Tierkreiszeichen, sogar im gleichen Gradzahl stehen. Und in diesem Moment ist für uns Mond unsichtbar. Warum ist Mond unsichtbar? Ganz einfach. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt das Licht von der Sonne. Und wenn sie sich treffen, dann ist keine Entfernung da, also Sonne kann den Mond nicht beleuchten.
Und für uns bedeutet das nach innen schauen. Nach innen schauen, verinnerlichen, was wir überhaupt erreichen wollen, damit wir die Klarheit und Orientierung haben in unserem Leben. Oder schlicht einfach mal ausruhen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hat die Richtung geändert. Merkur ist direktläufig. Also geht alles in andere Richtung oder etwas kommt in Bewegung. Und hier handelt es sich um Gespräche, Termine, Verträge, Handlungen. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion und hat einen Einfluss auf Freundschaften, auch für unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, dass endlich etwas in Bewegung kommt. Und hier handelt sich auch um Geheimnisse, dass wir erfahren die Geheimnisse oder es gibt geheime Gespräche. Venus ist die Liebesplanet, befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion, aber Venus im 11. Lebensbereich. Hier handelt es sich um Freundschaften und Treffen, Begegnungen mit gleichgesinnten Menschen. Venus zeigt die Kreativität, in eine kreative Tätigkeit aktiv zu sein, in einem Verein oder mit anderen zum Treffen, aber ist auch möglich, verliebt zu sein und die Begegnung ist im Freundeskreis. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen hier und das ist eine starke Energie, alles was in Bewegung setzt und das ist in vertrauter Umgebung oder Internet. Hier handelt es sich auch um Medien, da kommt einiges in Bewegung und bedeutet auch die männlichen Personen, die gerade Kontakte suchen und Verbindungen suchen. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich ist das eine tolle Energie, besonders für die Schützengeborenen, weil erstens, Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze, also ist zu Hause und zeigt auch die Größe und es wird auch wahrgenommen, weil hier im ersten Lebensbereich ist man auch wahrgenommen. Also die Schützengeborenen kann man jetzt nicht übersehen und haben auch die Bedürfnis wahrgenommen werden. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Im zweiten Lebensbereich und Saturn belehrt gerade die Steinbockgeborenen, sie sollen auf ihren eigenen Werte achten und um die Finanzen kümmern, die Finanzen in Ordnung bringen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und das bedeutet Umbrüche und Veränderungen in wohnlichen Situationen. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Neptun ist gar nicht so leicht zu verstehen. Bei Neptun-Energie haben wir die Inspiration und unsere Fantasie und unsere Träume. Und dass, wenn jemand künstlerisch begabt ist und unterwegs ist im Internet oder in Medien, natürlich, das ist eine wunderbare Energie und kommt noch die Mars-Einflüsse dazu, Mars und Neptun wirken zusammen gerade, das lässt sich inspirieren. Aber Neptun ist manchmal undurchschaubar. Und eine oder andere Männer neigen gerade dazu, alles so in die Schwebe halten. Das ist wie bewölkt, man hat keine Klarheit, keine Orientierung. Und Mars und Neptun steht in einer Verbindung zu dem heutigen Neumond. Und das ist Spannung. Das ist gerade eine Spannung und das
ist entweder fehlt die Klarheit und Orientierung oder die Männer stehen momentan in einer Spannung und versuchen sich eher zurückziehen, mit ihren Gefühlen klar zu werden. Das ist die Fischenenergie, hat eine Bedeutung für die Gefühle, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle, nur die Orientierung, in welche Richtung sollen sie schwimmen. Bei vielen Männern entsteht gerade Angst oder Orientierungslosigkeit. Wenn das darum geht, dass jemand in Medien oder im Internet ihre künstlerische Begabung zeigt, dann kommt etwas in Bewegung. Aber man muss auch berücksichtigen, bei dieser Spannung hat Neide. Jemand versucht, Steine im Weg zu legen. Pluto gibt die inneren Kraft. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, aber damit wir diese Kraft verspüren, muss einiges loslassen. Weil Pluto duldet das nicht. Also entweder all das, was uns bedrückt, oder Gefühle wie Angst. Chiron ist gerade rückläufig und das zeigt alten Themen, oft karmischen Themen. Chiron befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und zeigt, wo weh tut. Das ist Schmerz, aber gleichzeitig bietet Heilung an. Und dieser alte Schmerz, diese Erinnerungen, was gerade alles hochkommt, das befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier bei dem dritten Lebensbereich ist die Verbindung auch zum Nachbarn oder zum Verwandten. Also etwas ist da bei vielen, besonders bei Männern, hier ist auch die Mars-Energie, ist etwas in Vergangenheit und das sind Verbindungen entweder im Bekanntenkreis oder in Familie, Verwandten, wo Verletzungen sind. Hängt alles mit Vergangenheit zusammen und natürlich braucht man hier eine Heilung. Es ist eine Herausforderung momentan. Hier im dritten Lebensbereich handelt es sich um Austausch und Schulungen und bei Chiron-Energie kann auch die heilerische Beruf bedeuten, dass viele orientieren sich gerade neu, besonders die Männer, hier ist die männliche Energie, wo sich in diese Richtung orientieren oder interessieren sich für Bildung, was die Heilung betrifft. Mondknoten. Wir haben zwei Mondknoten, einmal die absteigende Mondknoten, das symbolisiert alte Karma, alten karmischen Themen und es befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die neue Richtung ist ein neuer Schicksalsweg, da ist die Suche gerade, die Tierkreiszeichen Krebs. Sie suchen ihren Platz im Leben, sie sind in einer Wandlung, sie möchten irgendwo angekommen zu sein, suchen auch ihre Aufgabe, ändert sich viel im Schicksal. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und Uranus ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen an und Uranus bestrahlt den beiden Mondknoten und entsteht eine gewisse Spannung, Herausforderung. Das trifft die Steinbockgeborenen, die Krebsgeborenen und die Widergeborenen. In diesem Bild sehen wir einen Engel in die Mitte und das ist Engel Rehael und nach Kabbala hat die Zahl 39. Das ist die Tagesengel, so wie die Kabbala das beschreibt. Engel Rehael ist die Empfängliche. Engel die Empfängnis und Engel die Kinder. Engel die Harmonie und Liebe innerhalb der Familie. Engel die Geheimnisse. Verspricht ein langes Leben und schenkt uns eine jugendliche Ausstrahlung, gibt uns Lebenskraft. Dieser Engel Rehael steht in Verbindung zum Merkur. Merkur symbolisiert auch die Kinder und Jugend. Engel Rehael steht in Verbindung zum Luftelement.
Und das ist die Leichtigkeit, das Spielerische und steht auch in Tierkreiszeichen Waage in Verbindung. Und das ist die Schönheit und Harmonie, auch Harmonie in die Familien. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Rauhnächte erwähnen. Ich habe über die Rauhnächte ein Video gemacht. Dieses Video habe ich nicht veröffentlicht. Aber es besteht die Möglichkeit, Nachfragen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen gar nichts zu tun. Einfach nachfragen und ich schicke dann den Link zu diesem Video. Und dieses Video ist kostenlos. Und dann starte ich die einzelnen Rauhtagen, die Rauhnächte. Zwar, ich starte das am 25. Dezember und dieser Tag entspricht Januar 2019. 26. Dezember steht in Verbindung zum Februar 2019. 27. Dezember steht mit März in Verbindung. 28. Dezember zum April in Verbindung, 29. Dezember steht mit Mai in Verbindung, 30. Dezember mit Juni, 31. Dezember mit Juli in Verbindung, 1. Januar 2019 steht mit August 2019 in Verbindung, 2. Januar zu September, 3. Januar zum Oktober, 4. Januar zum November und 5. Januar steht in einer Verbindung zum Dezember 2019. So schließt der Kreis und entspricht das die ganze Jahr. In diesen Tagen werde ich Orakel veröffentlichen und erklären, was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Und in Mitternacht mache ich ein Ritual für die einzelnen Monaten und auch die Themen. Das sind die Monatsthemen. Und es ist möglich, in diesem Ritualen teilzunehmen. Die Teilnahme beträgt mein Honorar 10 Euro. Und ich habe dann eine Liste, wo ich dann aufgeschrieben habe, welche Ritual zu welchen Themen gemacht wird. Und ich werde diese per E-Mail dann auch mitteilen. Und dann habt ihr die Orientierung, dann könnt ihr entscheiden, welches Thema interessiert euch. Ist es die Finanzen oder die berufliche Situation oder Angstbefreiung oder Heilung oder Familie oder Liebe, Partnerschaft? Und zu jedem Thema gibt es dann ein Ritual und das passt zu dem Monat, passt zu den Tierkreiszeichen, passt zu dieser Energie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich
und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieser Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.